Hallo Freunde, ich bin's wieder, Christian Alexander von Fototrainer.com und im heutigen Kurzvideo geht's darum, wie du deine moderne Sony-Kamera ganz einfach und ohne Zubehör als Webcam verwenden kannst. Los geht's! Gerade sind ja ganz viele Leute auf der Suche nach so einem HDMI-Grabber, mit dem man das Signal der Kamera direkt auf seinen Computer übertragen kann. Das funktioniert natürlich und wenn du so einen Grabber hast, ist das auch die bessere Variante. Warum? Die Bildqualität ist natürlich nochmal deutlich höher. Aber gerade im Moment sind die relativ schwer zu bekommen und auch relativ teuer. Wenn du jetzt eine neuere Sony-Kamera hast, dann kannst du ganz einfach mit der kostenlosen Imaging Edge Software deine Kamera trotzdem zur Webcam machen. Ganz wichtig, das geht aber nicht mit allen Kameras und mit welchen Kameras das geht, das schauen wir uns jetzt auf dem Computer an. Ich nehme dich einfach mal mit und hier kannst du jetzt sehen, ich habe die Webseite schon geöffnet. Alle Kameras, die in dieser Liste stehen bei der Imaging Edge Software und die dieses Live-Bild, die Live-View-Ansicht anzeigen, unterstützen, die können wirklich als Webcam verwendet werden. Ganz wichtig, diese Liste bedeutet nicht zwingend, dass deine Kamera das nicht kann. Hier ist zum Beispiel die Alpha 6500 oder die Alpha 6300 genannt. Die können das Live-Bild auch über den USB-Port ausgeben, haben aber kein Häkchen. Mit der Alpha 6000 muss ich dich leider enttäuschen, geht es leider nicht. Was brauchst du jetzt, um die Webcam-Funktion zu aktivieren? Das ist eigentlich ganz einfach. Du lädst dir als erstes die kostenfreie Imaging Edge Software runter. Das ist so ein kleines Softwarepaket. Ich zeige das mal hier unten. Besteht aus dem Viewer, dem Editor und der Remote Software. Und wir brauchen eigentlich nur die Remote Software. Dann brauchst du natürlich das USB-Kabel. Und wichtig, es muss auch ein Datenkabel sein. Es gibt auch manchmal Kabel, die sind nur fürs Laden gedacht. Mit denen funktioniert es dann nicht. Das Kabel ist da so ein bisschen der Knackpunkt. Da musst du also besonders aufpassen. Wenn du das mitgelieferte Kabel verwendest, sollte es kein Problem sein. Und ja, dann brauchst du noch eine kostenfreie Software. Ich verwende dafür OBS Studio und schon kannst du deine Kamera ganz einfach einbinden. Was wir jetzt machen? Ganz einfach, ich schließe meine Kamera mal an den Rechner an und zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Damit du jetzt deine Kamera als Webcam verwenden kannst, musst du zwei kleine Einstellungen an deiner Kamera vornehmen. Das erste ist, du musst die Steuerung mit dem Smartphone auf Ausstellen. Ist ja auch ganz klar, du kannst immer nur mit einem Gerät fernsteuern und wir wollen ja mit dem PC fernsteuern. Deswegen muss Smartphone auf Aus stehen. Und als zweites musst du natürlich die USB-Verbindung deiner Kamera auf PC-Fernbedienung ändern. Wenn du die beiden Sachen eingestellt hast, kann es auch schon losgehen. So, ich habe jetzt gerade meine Alpha 6400, die Kamera, die hier vorne steht und mich von der Seite filmt, mal an meinen Rechner angeschlossen und jetzt beende ich mal die Aufnahme. Moment. So. Und jetzt starten wir einfach mal die Remote-Software und schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Wenn du alle Einstellungen deiner Kamera vorgenommen hast und das richtige USB-Kabel verwendest, findest du in der Remote-Software deine Kamera. Ich doppelklicke das und schon bekomme ich hier das Bild. Wenn dich das Thema übrigens genauer interessiert, was man damit alles fernsteuern kann, gibt hier im Kanal natürlich ein Video dazu. Und schon kann ich jetzt hier das Live-Bild meiner Alpha 6400 auf meinem Computermonitor sehen. Damit noch nicht genug. Ich sehe also das Bild, kann meine Einstellungen vornehmen, aber jetzt musst du das Ganze natürlich noch aufnehmen. Und dafür starten wir einfach mal die OBS-Software. Und hier muss ich jetzt ganz einfach unter den Quellen meine Kamera hinzufügen. Das mache ich hier ganz einfach über das Plus und ich wähle in dem Fall Fensteraufnahme. Ich will ja nicht den ganzen Bildschirm nutzen, sondern ich will wirklich nur einen kleinen Ausschnitt nutzen. Deswegen Fensteraufnahme und hier schreibe ich jetzt rein Webcam A6400. Okay. Und dann siehst du, bietet mir die Software direkt eine Eingabequelle aus. Bei mir ist es ja die Remote-Software. Ich habe im Hintergrund sonst keine weitere Software laufen. Und dementsprechend wählt er das sofort aus. Ich drücke auf OK. Und schon sehen wir hier jetzt das Bild der Remote-Software. Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt das komplette Bild aufgenommen wird. Das bedeutet, dass du auch die Umrandung der Software siehst. Und dafür gibt es einen einfachen Trick. Du kannst nämlich einfach hier an diesen Anfassern an der Ecke
mit der Alt-Taste den Rahmen zuschneiden. Und ich mache das gerade mal. Du siehst jetzt hier, ich nehme das Bild weg. So, hier nehmen wir noch ein bisschen was weg. Insgesamt schieben wir es noch ein bisschen nach oben. So. Und schon sehe ich nur das Bild meiner Alpha 6400 und kann im Prinzip genau das übertragen. Aber kommen wir doch mal zum Übertragen. Ich zeige dir als erstes mal das Streaming. Und dafür gehe ich in die Einstellungen in meiner Software, hier in OBS. Du siehst, ich habe hier verschiedene Reiter und eine Geschichte, die wir nutzen wollen, ist ja ein Stream. Das heißt, ich kann hier wählen und kann zum Beispiel mein Bild von OBS direkt für YouTube, für Twitch oder für Facebook live streamen. Dafür wähle ich einfach aus, wohin ich das streamen möchte. Hier kannst du es sehen. Und dann muss ich natürlich meinen Stream-Schlüssel eintragen. Wenn du nicht weißt, wo du den Stream-Schlüssel findest, google das einfach mal. Das ist für jede Software ja ein bisschen unterschiedlich und den trägst du einfach hier ein. Ganz wichtig, den solltest du auf gar keinen Fall jemand anderes zeigen, weil sonst kann er in deinem Namen Inhalte veröffentlichen. Das möchtest du eher nicht. Dementsprechend halte den schön geheim und trag ihn hier ein. Und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen, indem du hier unten auf Stream starten klickst. Jetzt möchten viele von euch ja vielleicht die Kamera nicht für Streaming benutzen, sondern wirklich als Webcam. Und dafür ist noch ein weiterer Schritt notwendig. Du kannst jetzt zwar hier direkt auf die Plattform streamen, aber du musst jetzt deine Kamera natürlich auch noch einbinden, beziehungsweise das Bild der Kamera noch in deine Software einbinden, wie in Skype oder wie bei mir in WebEx. Und das geht ja jetzt nicht hier direkt aus der Software raus, deswegen brauchst du noch ein kleines Plugin. Und das Plugin ist ganz einfach installiert, es sind nur drei kleine Schritte, kann wirklich jeder. Das heißt Virtual Cam, ich habe das schon installiert, findest du hier oben unter den Tools. Und du siehst auch, bei mir läuft das Ganze schon. Und ganz wichtig, der Punkt, der hier steht. Hier steht nämlich Target Kamera. Das heißt, OBS erstellt jetzt im Prinzip eine Kamera und die kann ich jetzt ganz einfach in meiner Software auswählen. Also, wenn ich jetzt in Skype bin, dann wähle ich als Kamera-Input-Signal hier die OBS-Kamera. Dafür muss der Stream natürlich gestartet sein. Du siehst, meiner läuft schon. Deswegen ist das Start ausgegraut und nur das Stopp verfügbar. Und jetzt kann ich im Prinzip mein Bild, was wir eben zusammen eingerichtet haben, hier als Streaming nutzen. Ich zeige das mal kurz mit WebEx. Ich starte mal ein Meeting. Wirst du jetzt nur in ganz klein sehen, aber ich glaube, dafür reicht es. Ich starte das Meeting und kann dann hier unten meine Kamera auswählen. So. Und du siehst, hier habe ich jetzt neben meinen ganzen HDMI-Grabbern noch zusätzlich OBS-Kamera und das wähle ich einfach auch mal aus. Dann kannst du jetzt hier sehen, okay, das ist wirklich das Bild von der Alpha 6400 und in dem Fall eben aus dem Stream, das heißt aus dem USB-Anschluss. Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, du musst natürlich immer die Virtual Cam zuerst starten, bevor du die Software startest, die auf die Kamera zugreifen möchte. Im Nachhinein geht es meistens nicht mehr, weil das nicht mehr abgefragt wird. Das heißt, du startest erst OBS, erst Virtual Cam und danach Skype und danach WebEx oder welche Software auch immer du verwenden möchtest. Wenn ihr jetzt noch mehr Infos zum Thema OBS braucht, dazu gibt es schon wirklich jede Menge Informationen. Schaut euch die einfach mal im Netz an. Nicht immer ist es ganz so einfach, aber in den meisten Fällen ist es mit zwei, drei Klicks gelöst. Und ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein kleines bisschen weiterhelfen, deine Alpha-Kamera auch problemlos als Webcam zu nutzen. Und zum Schluss, wie immer, ganz wichtig, wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach unten. Aber wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch zukünftig keines unserer Videos mehr verpasst. So, und jetzt kommt was ganz Skurriles. Ich probiere mal, ob das Ganze auch parallel läuft. Das heißt, ich habe gerade meine Videoaufnahme auf der Alpha 6000 gestartet. Zusätzlich habe ich die Remote-Software laufen und nehme das Bild auf meinem Computer auf mit OBS und bin ganz gespannt, ob das über den HDMI-Port, über den USB-Port auch wirklich klappt. Ich sehe schon eine kleine Verzögerung, aber es scheint ganz gut zu funktionieren und ich halte euch nachher mal die Qualität gegenüber. Bin auf jeden Fall schon total gespannt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich glaube, das USB-Signal von der Alpha 6400 ist ein kleines bisschen dahinter. Also zumindest, wenn ich den Kopf drehe, dauert es einen Moment länger. Guck mal.
so dass es auch im Bild ist. Hier. Und jetzt reicht es auch mit der Aufnahme.